Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 1. Hier mit unseren kleinen Geth-Freunden auf Pharos. Hallöchen. Das ist, Ach genau, ich habe ja noch ein Level-Up, hab ich ganz vergessen. Komm schon. Ja, so. Gucken mal. Soll auch rausgucken. Danke. So. Ventil öffnen? Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Ja. Und wenn man bedenkt, dass hier überall was austritt, finde ich das jetzt vielleicht nicht so doll. Da ist noch eins. Sieht nicht aus, als wäre es schon aktiviert worden. Wir sollten uns weiter umsehen. Geht die Tür da auf? Yep. Hi. Gut. Komische Drohnen. Na? Bonke. Hier gibt es anscheinend irgendwas zu erledigen. Hä, Krogala? Moment mal. Ich möchte kurz mal... Ah, das nehme ich schon. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Genau. So. Sollen wir Spectre-Training weitermachen? Soldat? Uiuiui. Pistol. Shit. Nein. So, ich wollte auf den Tag. Ich glaube, ich gehe hier noch. Ich mache das weiter voll. Man wird leider nicht alles hier voll haben. Also man wird sich spezialisieren müssen. Sari-Wissenschaftlerin. Heben. Man kann es auch heben. Aber da ich mich mit sowas überhaupt nicht auskenne, habe ich keine Ahnung, was die so alles können sollten. Scharfschütze. Weißt du, hier Scharfschütze. Du bist mein ultimativer Scharfschütze. Sturmgewehr und Scharfschütze. Oh, verdammt. Erweiterter Schildboost hätte ich ihm geben sollen. Hm? Organa. Organa. Boop. Boop. Nahkampf zu Krogana, böse. Ameliara. Na toll, jetzt sind alle tot. Hier ist noch irgendwo einer. Oder etwas, was feindlich ist. Hallo? Techniker-Kit. Alles nehmen. Ach genau, dieser Transmitter. Für die Angriffe, genau. Alles nehmen. Ist hier noch irgendwas? Nö, ich sehe nix. Frage des Tages. Warum stehen meine Kollegen nicht auf? Ich wette mit euch. Da unten. Hallo? Da unten hockt was. Irgendein ganz, ganz böses Ding noch. Versuchen wir mal. Au. Das wollte ich nicht.
Gut, dann halt nicht. Ich habe jetzt zwar alle Granaten fast ausgegeben, aber egal. So. Hat sich irgendwie verglitscht. Die spawnen schon nach. Die beiden. Ah! Oh Gott, was ist das denn? Schildboost. Oh! Moment. Ah, Verwüster! Hilfe! Ganz schlecht! Okay. Wo kommt der denn? Hä? Also das Spiel ist gerade ein bisschen kaputt. Nicht nur ein bisschen. Haben wir's? Danke. Wo geht's? Ach so. Hier sind noch welche. Du tust so, als würdest du mit jemandem reden. Ich glaube, du bist bescheuert. Sie sollten nicht dort runtergehen. Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Oh Mann. Das war hart diesmal. Hä? Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geht her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wer außer uns sucht noch nach den Geht? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Herzlich Lassen wir ihn in Ruhe. Der Mann hat den Verstand verloren. Herzlich willkommen im Haus des Wahnsinns. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Nebenher man zappelt, das... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Ah! Ich frage ihn nach... Ah! Hallöchen! Offensive! Das war's, alle tot. Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Er wird es nicht tun. Okay. Sieht sehr komisch aus hier alles. Geht nicht weiter. Hast du da noch einen Weg? Nee, auch nicht. Dann müssten wir, glaube ich, das Wasserproblem jetzt, wenn wir nochmal in die andere Richtung gehen, auch gelöst haben. Diesen Koordinator haben wir zerstört. Ah, hier Ventil öffnen. Ah, jetzt haben wir es gemacht. Das letzte Ventil hat offensichtlich das gesamte System aktiviert, Commander. Oh Gott. Was? Verwüster. Na, schöne Kacke. Garros, du gehst da auf jeden Fall in Deckung. Ja, und jetzt... Dämpfung und...
Singularität, warum nicht? Bitte gern over. Aha. Okay, so. Garros ist ein guter Scharfschütze. Ganz guter Scharfschütze. Ich glaube, das sollte zu sein, normalerweise. Grant, geht's überhaupt in die andere Richtung? Nee, geht's gar nicht. Okay, gut. Hier haben wir jetzt ein bisschen was gelöst. Hier geht's nicht weiter. Was hier auch alles so an den Wänden hing. Komisch, das sieht aus wie, ja, Kupferfolie. 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 Interessante Dekoration. Geht's hier lang? Nö. Dazu. Irgendwie muss ich ja mal schön ausgesehen haben. Hier waren wir, hatten wir auch alles zu Ende erkundet, wollte ich jetzt nochmal kurz wissen. La 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 la. Wo geht's denn da lang? Anscheinend nicht. Das nehmen. Wunderbar. Und das Ding kann ich nicht mit interagieren. Schade. Hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Das hast du gut erkannt, Garros. Kann ich springen? Nee, hab ich vollkommen vergessen. Das ist ja Half-Life-Modus. Im Übrigen, der aktuelle Upload-Plan. Ich hab zwar einen, aber den kriege ich irgendwie kein Stück durchgesetzt. Ich weiß nicht, die Vorn-Folgen brauchen inzwischen viel zu lange, um die gemacht zu werden. Hallo. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macker Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Ich habe halt irgendwelche Ventile aufgemacht, ne? Hallo? Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Ach, was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Ich habe mit dem noch gar nicht geredet. Ich dachte, ich hätte mit ihm geredet. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Die muss wohl was kompensieren. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Top. Die muss ich einfach nur ausruhen. Was fehlt ihr denn? Die muss ich nur ausruhen. Ich könnte dir vielleicht helfen, die muss ich nur ausruhen. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Wissen Sie, wonach die Geht hier gesucht haben? Ich kann mir keinen Grund für diese Angriffe denken. Wir wollten hier nur unser Zuhause aufbauen. Ich muss gehen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Da ist doch irgendwas. Sag mal, ist der Bug? Ist der. Commander, was kann ich für Sie tun? Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann.
Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Okay. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Das haben wir schon besprochen, Commander. Ich kümmere mich um die Kolonisten. Und sie sich um die geht. Der wird auch immer so direkt aggressiv. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Ich bin hier der Commander. Ich entscheide... Boah, was ist denn das? M? Plot. Ja, Plot. Guck doch mal. Ach, ich sollte informieren nur. Ich plotte dich auch gleich mal. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geth loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Ihr könntet genauso gut auch mal Söldner dafür bezahlen. Frau, rede mit mir. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich habe zu tun. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Irgendwas stimmt mit der am meisten nicht. Lalala. Ich krieg ja halt jedes Mal, wenn ich mit denen irgendwie rede, tonnenweise von Punkten. Deshalb werden wir mit allen reden. Reden ist sehr wichtig. Das lehrt euch dieses Spiel. Commander, was kann ich für Sie tun? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Es hat uns sehr geholfen, die Geth im Tunnel los zu sein, Commander. Aber wir müssen uns trotzdem noch um... Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Lassen Sie uns über Sue's Natürlich, Hope. Commander. Okay, irgendwie... Wir sprechen uns wieder, wenn ich Glück, mehr. Commander. Ich habe das Gefühl, der ganze Planet ist etwas sehr verbuggt. Weil... Ich habe die Sachen ja erledigt, aber... Der interessiert sich nicht dafür. Habt ihr auch alle angesprochen. Toller Fahrstuhl, ne? Vorsicht! Scouts, Sie werden jeden auf die Füße. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Ah, mein Marco ist da. Hallo. Die Folge ist ja schon fast wieder vorbei. Geht, Kreuzer! Oder nur eine Fregatte? Ich weiß nicht. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Da ist noch mehr, Commander, aber ich kann es noch nicht orten. Passiert? Okay, ja. What the fuck? Boop. Alter. Du blödes Schisterl. Geh nach Hause. Nee. Ich muss mal kurz fahren. Das ist ja grauenhaft. Und wenn man bedenkt, wie hoch man über den Wolken ist, muss die Kolonie eigentlich viel, viel Sie größer ist meine sein. Tochter. Ich warte, solange ich muss. Okay. Was soll das denn? Okay. X leicht verwirrt. Oh. Hier ist ein Loch. Oh, fuck, wie geht's? Das ist... Was ist hier jetzt erst? Ich warte erstmal auf meine Schilde wieder. Oi.
Ich glaube, das wird... Was ist das denn? Flakfeuer? Repariert das Ding. Gut, meiner Nase geht's auch wieder gut. Jetzt noch einmal, dann haben wir die Dings auch. Hallo? Ah. Okay. Das sind die Ferros Highways hier. Ach, ich habe diesen Eingang hier gesucht. Alles nehmen. Leichte Überfrierung. Hopp, 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 hopp. Dankeschön. Ja, Liara, kommst du auch mal? Kommst du heute, kommst du morgen? Mach ganz? Danke. Okay, das war jetzt zu viel Universalgel, aber egal. Im Auto geht's wieder gut. Guten Tag. Ist alles geplant, ist alles geplant. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Vergessen Sie sie. Wir müssen uns um die Gate kümmern. Sie heißen Gav. Gav! Nein, ich vergesse sie jetzt nicht. Guten Tag. Ach, Exos Jenny. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, Jong. Das sind offensichtlich keine Gate. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Nein, da... Fai Dan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie haben überlebt. Aber die Geth haben ihnen schwer zugesetzt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten, aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Geth sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth, sonst nichts. Da will ich schon wieder so echt so sagen, halt die Klappe, weil das ist so ein... Weißt du, ich komme hier, um zu helfen. Ich bin der Einzige anscheinend, der wirklich... Ich kommt, um ihnen zu helfen und ihnen zu sagen, ja, hinten sind noch mehr. Übrigens beim Hangar. Aber und was macht der? Der macht so, ja, Privatbesitz, Boah, ey. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geth weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo finde ich sie? Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Wieso haben Sie sich von Sue's Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Sue's Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geth zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen.
Sie sind jetzt relativ sicher, vielleicht sollten Sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Wissen Sie, was die Gate gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exo Jenny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich hasse solche Leute. Ich hasse sie wie die Pest. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Was hat Sie hierher geführt? Ich schätze, ich dachte, das wäre ein Neuanfang. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Stattdessen wurde alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Es ist hart, nicht die Hoffnung zu verlieren. Glaube ich sogar. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Irgendwo im Exo-Jenny-Hauptquartier, hoffe ich. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exo Jenny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exo Jenny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Ich lasse euch dann mal an. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Gate wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Die sind mehr Flüchtlinge. Sie würden da draußen problemlos überleben. Ob ich Sie um Hilfe bitten soll? Wer bist du? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Spuck's aus. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Okay. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Die Leute denken ständig, dass wir Spaß an der Gefahr hätten. Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exo Jenny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Ja, und dafür werde ich hoffentlich auch sorgen. Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Okay. Wissen Sie, wonach die Gate hier gesucht haben? Ah, das müssen Klügere als ich herausfinden. Ich habe keine Ahnung, was jemand mit dieser Ruine will. Okay. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. Dass du dein Zeug haben willst? Ja. Ach scheiße, die Folge ist schon wieder eine halbe Stunde lang. Damit sage ich aber auch vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Tschüss.